Hi, hier ist der Frank vom footblockhamburg.de. Was machen wir heute? Ein Dalgona-Kaffee. Als hätten wir noch keinen gemacht, aber man kann den gar nicht häufig genug machen. Genauer gesagt, man muss den jeden Tag machen, weil ein Tag ohne Dalgona-Kaffee, wie ich ja neulich schon gepostet habe, ist ein verlorener Tag. Dafür brauchen wir heute eine Viertel Ananas, 6 Oreo-Kekse, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Milch, ein bisschen Eis, ein bisschen Zucker, wie immer. So, dann wollen wir mal starten. So, die Ananas habe ich schon mal ein bisschen kleiner geschnitten. Jetzt zerbrösel ich die Oreo-Kekse. 6 Stück für 2 Leute. Schon wieder Zucker ohne Ende. Dann schmeiße ich da gleich die Ananas drauf. Ich weiß gar nicht, warum ich mal Kokosnuss sagen will. Wäre ein bisschen hart, das Ganze. So. Schön Ananas da oben drauf. Also das ist jetzt eine Viertel Ananas, was ich jetzt benutze. Also gar nicht so fürchterlich viel. Das reicht auch völlig aus. Also für 2 Leute. So, das püriere ich jetzt mal eben schnell. So, jetzt tue ich da eben schnell noch ein bisschen Eis rein. Normales Wassereis. Fülle das Ganze noch ein bisschen mit Milch auf. Und werde das jetzt noch einmal ganz kurz durchquirlen und dann sind wir damit auch schon fertig. So, der Jock macht uns jetzt mal eben schnell den Dalgona Cream. Ja. Dann nehme ich 2 Löffel Instant-Kaffee. Wir haben so eine Kaffeemaschine von der Firma Philips. Und damit machen wir uns halt immer einen Kaffee. Die benutzen wir, um uns das heiße Wasser zu machen für den Dalgona-Kaffee. So, das ist super schönes heißes Wasser. Das kann man klasse dafür verwenden. Dann lösen wir schön den Kaffee da drin auf. Und jetzt tue ich in dieser Becher. Dann kommen da 2 gehäufte Löffel Zucker. Weißer Zucker da drauf, genau. Man muss immer so ein bisschen gucken, in was für einem Verhältnis man das macht. Ist immer so ein bisschen abhängig auch von der Kaffeesorte. So, wir fangen jetzt an zu drehen. Dann kann man gleich sehen, jetzt ist das alles noch flüssig, wie das so langsam fester wird. Und wenn es dann fast fertig ist, dann sind wir wieder dabei. Fertig. Jetzt bekommen wir ein Dalgona Karamell. So, unsere fertig Oreo Ananas Smoothie tun wir hier mal schon mal in die Gläser. Da haben wir schön Eis reingetan. Jetzt für die warme Jahreszeit. Ja, richtig geil. Schön kalt. Kommt richtig gut. So. Sehr schön. Ja, finde ich auch. So, und der Juck wird uns das jetzt da oben drauf schön drauf garnieren. So, jetzt mache ich die Karamell Dalgona. Nee, ich sage nicht wirklich Karamell. Also der Name kommt von einer Karamellsorte aus Japan. Weil das so aussieht wie das Karamell da aus Japan, deshalb nennen die das halt so. Sehr schön. So, die anderen auch noch. Das sieht ja schon richtig lecker aus. Ich freue mich drauf, dass gleich viel Kalorien, ne? Ja, ein bisschen Zucker ist da halt drin. Aber 3 Oreo-Kekse essen wir ja auch so. Also. Und ein bisschen Ananas ist ja auch ganz geil.
Super. Ich hole jetzt noch mal eben schnell die Strohhalme und dann kommen die da auch noch rein. So, unser Ananas-Oreo-Dalgona-Kaffee ist fertig. Sieht geil aus, ne? Ich kann es euch sagen. Wir haben es gestern schon getrunken und vorgestern auch. Es ist so, so, so genial. Wir gehen gleich da schön auf unseren Balkon, werden uns dann noch so ein bisschen hinsetzen und den genießen. Macht ihn euch nach. Wenn er euch gefallen hat und euch das Video gefallen hat, schreibt es uns einfach unten rein in die Kommentare. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns bitte. Und ja, dann bis zum nächsten Mal sagen. Ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.